Oh, und beim Boss muss das auch richtig praktisch sein mit den Mana-Dingen, also mit dem unsichtbar werden. Wenn das irgendeine unliebsame Phase ist, einfach kurz push in die Schatten und dann abwarten. Ja, doch. Oh. Ja. Aha. Au. Ein Treffer noch. 2500 Gold, sehr schön. Oh, Bossraum. Maya. Das war Pomme de Terre. Was ja eigentlich nur rumlaufen ist, richtig? Ach komm, das gebe ich mir mal. Bam. Einmal dürfte wohl getroffen werden können. Wenn überhaupt. Wow. Wow. Die Musik ist immer noch geil. So, komm her. Wow. Ja, einmal getroffen worden. Ja. Nicht ganz wie sein Vorgänger, aber er war auch eine suboptimale Klasse für uns momentan. So, wir haben einen Shinobi ohne Fußpuls. Und es ist wahrscheinlich auch der direkte Nachfolger von Quarks. Quarks. Ist nämlich Quarks der Zweite. Ein Barbar, der auf dem Kopf steht und eine Barbarenkönigin, die rumschreit. Nö, dann nehmen wir doch mal ihn. Ja, raus hier. Ausrüstung flogen. Blutcape. 30 weniger Lebenspunkte. Weiß nicht. Was haben wir hier noch? Nee. Retaliation und Sprinten. Warte mal, wo haben wir noch Sprinten? Hier haben wir noch Sprinten, aber da haben wir nichts zur Auswahl. Also wenn wir zweimal Sprinten haben. Gucken wir mal. Ah. Wir können schneller dashen. Ja, wir können in der Luft sogar zweimal dashen. Das ist praktisch, okay. Also nicht so praktisch wie noch eine Blutrune oder sonst was, aber trotzdem praktisch. So, 2333. Wir hätten gerne Upgrade Miner. Ja, mach mal. Jo, wir können Kisten sehen und sonst war da gar nichts. Also, wenn wir jetzt weiter nach den Durchmixen suchen wollen, sollten wir hier oben weitermachen. Aber ja, jetzt erstmal Shinobieren. Das heißt, wir gehen in ein schwierigeres Gebiet. Versuchen da Kisten zu finden und einfach Gegner zuzuhauen. Zing, 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 zing. Zing. So. Und euch lassen wir mal am Leben für später. Also, wenn ihr euch nicht gerade im Weg stellt. So wie er hier. Die können wir umgehen, okay. Alle Gegner besiegen. Oh, nee, nee, nee. Den Raum bewahre ich mal auf für später. Den Raum kenne ich. Da sind ganz, ganz viele Gegner. So. Eine Kiste. Oh. Na komm, du auch noch. So. Kiste. Und ein Übergang ins Maya-Gebiet. Sehr schön. Zwei Treffer. Das ist in Ordnung. Oh, wir haben keinen Fußpuls. Ach, stimmt. Sehr schön. Das macht das gleich wesentlich einfacher. Der Hund allerdings stört. So. Oh. So, zing. Ja, komm. So. Ching, ching. Noch ein Hund. Der in die Stacheln läuft. Ja, sehr schön. Und Double Kill. Oh, Pflanze. Irgendwo hier. Nicht gut, nicht gut, nicht gut.
weggeschubst. Das ist aber eine Truhe, die will ich haben. So, du kaputt, du noch einen Schlag kaputt. Kaputt, kaputt, oh. So, komm hoch, du Wuseling. Und 68 Gold. Oh. 79 Gold. Heieiei. Und wahahaha, 1400 Gold. Ach ja. Vor allem ist auch eine schöne Abwechslung. Weil mit den anderen Charakteren muss man ja fast eigentlich immer im ersten Gebiet bleiben. Und hier können wir uns halt mal vorwagen. Zing. So, du was? Kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Du rutsch. Nein, nicht so rutschen. Dein Bömmel auf dem Kopf kann uns Schaden machen. Auch wenn das ein wenig komisch klingt. Ist aber so. Oh. Nicht da einsperren, nein, danke. Ja. Kaputt, kaputt. Naja, du warst ja schnell sterben. Oh, falsche Kiste. Falsche Kiste. Oh. Auge. So, Silver Bracer. Oh. Genau, du warst nämlich falsch. Der Raum hier ohne, also mit Fußpuls wäre richtig nervig gewesen für mich. Vor allem auch mit dem Kopf immer wieder, wenn ich dann so springe und dann die Stachel ausgelöst werden. Oh, Einsergebiet. Oh. Sehr schön. Da dachte ich mir, ach, kannst du mal hier ein bisschen farmen. Und krieg gleich einen reingewirkt. Außerdem sind mir hier so viele Stacheln. Und zwar die, die nicht durch meine Füße ausgelöst werden. Also hoch, 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 hoch. So, dich bringen wir nochmal um. Mhm. Yeah. Oh. So, Nummer 1. Zip, 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 zip. Nummer 2. Oh, Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. So. Gut. Kaputt. Ah, 20 Lebenspunkte. Komm schon noch schnell. Irgendwo, irgendeine Truhe. Du bist bestimmt ein. Genau. Zing. Wo? Oh. Da ist noch einer. Oh, oh, oh. Okay. Du bist eine richtige Truhe? Ja. Sehr schön. Nochmal Gold zum Abschluss. 2444, damit kann ich voll und ganz leben. Also ich, nicht er. Au, au, au. So, du kaputt. Du kaputt. Wo ist das Auge? Da ist das Auge. Hält sich aber ganz schön zäh, der Junge. Kein Kämpfen. Und auf. Nein. Oh, doch. Bounty Rune. Mehr Gold. Aber ja, stimmt. Kein Kämpfen heißt nicht, dass man nicht getroffen werden durfte. Man darf nicht zurückhauen. Oh. Zing. So. Noch ein paar Lebenspunkte zurückbekommen. Ist okay. Zing, zing, zing. Du. Was? Nein! Mist! So. Unten ist ein Ninja, da kam gerade was angeflogen. Bild? Nein. Sehr schön. Ugh.
Nein. 3 Lebenspunkte. Und ein Hühnchen. Okay. So. Da unten sieht es nicht so schön aus. Oh. Genau, ab und an müssen wir Magie benutzen. Ist auch okay. Zing. Und Boss rauf. Ich glaube, ich suche lieber weiter nach Kisten. Zwischendurch ist es immer ganz lustig, einen Boss anzugehen, aber nein. Das wollte ich nicht. So. Zum Teleportieren ist manchmal echt komisch. So, was haben wir hier oben? Ein Schädel. Das ist nicht so wirklich spannend. Stacheln, die mir nichts antun können. Sehr schön. Und sonst gar nichts. Ach ja. Oh. Sowas wie Genetik wäre noch ganz schick. Für ein Add-on oder allgemein für später. Dass man sich quasi zurecht schustern kann, was für Fähigkeiten es noch gibt und welche Fähigkeiten wahrscheinlicher sind, dass man sie bekommt. Auch wenn das Ganze dann langsam ein wenig makaber nimmt, weil das dann ja quasi ein Zuchtprogramm ist für die Ritter. Oh ja. So, kaputt. Viele Gegner. Und was haben wir jetzt? Ein Archmage. Ein Spelunker. Der kurzsichtig ist. Und eine Barbarenkönigin, die Gegner nicht wegschubsen kann. Ich nehme den Spelunker. Ja. Hat man direkt auch die Taschenlampe auf dem Kopf. Das heißt, er sieht, wo die Truhen sind. So, wir hätten gerne... mehr Magieschaden. Was für Runen hast du? Hier unten war eine neu. Mehr Gold. Ja, dann nehmen wir mal die mehr Goldrune. Weil er ist ja eh auf Gold ausgelegt als Spelunker. Und den Rest tun wir wo rein? Ich guck mal ganz kurz nach oben. Da. Potion ab. Spell Thief. War das wirklich hier oben mit dem neu durchwürfeln? Ich glaub schon. Ah. Upgrade Spell Thief. 1900 Gold. Für eine Klasse, die ich gar nicht so sehr mag. Also primär, weil man dafür eigentlich Magieschaden erhöhen müsste. Und das haben wir bisher nicht so ganz gemacht. Aber da wir jetzt ja in diesem neuen Leben ein bisschen mehr grinden wollen, können wir das auch mal kaufen. So, aber jetzt erstmal Kisten. Jo. Hier ist nichts, aber oben ist was. Und zwar hier oben. Oh. Ein Lebenspunkt pro Gegner. Ja, nee, es wird so nichts. So, die nächste Truhe wäre zurück in den anderen Raum. Oh. Und einmal nach oben und einmal nach links. Oh. Links. So, das und das und überhaupt. Was haben wir hier? Oh, du bist bestimmt... Nee, du bist ein ganz normales Bild. Au. Oh, mit dem letzten Fuß zippeln. So. Fortchain. So, da hat Tetris einen Entwickler gemacht. Also einer von den Entwicklern, die das Spiel hier gemacht haben. Okay. Oh, hey, warum lebst du noch? Achso, du bist so ein Guter. Zing, zing. 1357. Dafür war auch noch ein bisschen mehr als 50% Leben. Weg, weg, weg. Oh, mit dem in der Hölle eine Kiste aufmachen. Das wäre schön.
könnten wir mal so anpeilen. Was haben wir hier noch für einen Fragezeichenraum? Was Gutes bitte, was Gutes bitte, was... Was zur Hölle bist du? Hermes Boots. Ist das schneller laufen? Die Taschenlampe. Ich kann schon mal nicht fliegen, ich habe keinen weiteren Doppelsprung. Aber so wirklich viel schneller kommt man das jetzt nicht vor. Oh, da oben war noch eine Truhe. Oh, hallo Magier. Bye bye Magier. Au. So. Aber interessant, dass es bei diesem Schrein immer wieder was Neues gibt. Aber wir hatten jetzt sehr oft für uns bekannte Sachen. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar Sachen auf der Liste, die einfach nur so bei 1-2% mal vorkommen. Wie zur Hölle komme ich an die Truhen da oben? Okay. Kaputt. Oh, verstecken. Pferd? Was zur Hölle? Trubes Wert. Hinterhältiges Wert. Garstig gemeines Wert. Aber 2000 Gold. Mir ist jetzt alles egal, wir haben gut was geschafft. Oh. Ah. Und wir sind tot. Ja. Aber über 2000 Gold und nicht mal die Hälfte. Aber das war ja auch gar nicht der Plan von dem Char. Das ist soweit okay. Aber ja, jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.